Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drakan at the Ancient Gates mit mir, dem Lupus. So, wir sind hier in der Höhle des Inquisitors, haben uns bis jetzt ordentlich durchgekämpft und auch sehr viel auf die Mütze gekriegt, leider. Boah, mit denen hätten wir das noch lustig. Das sind wahrscheinlich zwei Magier. Junge, dich habe ich von oben gesehen. Boah, der lebt doch, die Sau. Oh, das da drüben könnte ein Magier sein. Na du? Nein, das? Ja, gewollt ich. Sekunde. Könnte ich da... Wenn er mich nicht sieht... Uhuhu. Haha, es hat funktioniert. Geil. Da ist noch einer. So, erstmal ein bisschen andamagen mit dem Blitz. Ich wollte gerade, von welcher Seite ich daran gehe. Da ist er. Oh, das ist Magier. Oh, die Treppe ist sogar geil. Wuppala. Was war das denn gerade? Ich stürme rein, an ihm vorbei, erstmal zum Loot. So war das allerdings nicht geplant. Oder liegt eine Keule? Habe ich für die Platz? Kein Platz mehr. Ja, ich weiß, wenn kein Platz ist, ist kacke. Die weg und den weg. Ups. Mal gucken, was kann die Keule denn? Oh, 16. Ach, benötigt Fertigkeit 4. Aber 16 Schaden. Nehme ich mal mit. Wenn es nichts Besseres gibt, kann ich ja sonst immer noch beim Schmied lagern. Der passt ja netterweise für mich auf meine Waffen auf. Das ist auch sehr nett von ihm. Oh, das gibt aber auch gut Geld hier. So, jetzt muss ich speichern. Jetzt kommt hier eine ganz beschissene... Also es sieht zumindest nach einer ganz beschissenen Ecke aus. Probier das mal mit dem Feuerball. Sekunde, da vorne ist ja auch noch was. Oh geil, damit kann ich Kisten kaputt machen. Okay. Der Feuerball ist stärker, als ich angenommen hatte. Zumindest, wenn er voll trifft. Und damit kann man richtig gut Kisten und gegnerische Magier kaputt machen. Kein Platz mehr. Okay. Ich muss die Mana-Tränke wegwerfen. Das ist jetzt ein bisschen bitter. Aber die sind mir lieber. Also, das ist mir lieber. Ich werfe die weg, als ich lasse den Unverwundbarkeitstrank hier liegen. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwann vielleicht brauchen werde. Lieber, ich habe sie. Auch wenn ich sie nicht immer dabei habe, aber ich kann ja jederzeit in die Stadt zurück und sie mir holen. Wenn ich mal merke, dass es nicht vorwärts geht. So, Feuerball, Junge. Voilà. Also der scheint gegen Magier richtig... Oh, shit. Nein! Ach, schade. Ich fand mich da so schön sicher hinter. Ich probiere es nochmal. Ah, ich wollte da nur so ein bisschen...
um überhaupt so ein bisschen Deckung überhaupt zu haben, weil wenn die beide schießen, da habe ich ja null Deckung. Haha, geil, ich treffe den. Damit hätte ich ja nie gerechnet. Wow. Ich brauchte den nicht mal anvisieren. Alter, krass. Ja, okay, den treffe ich nicht. Aber einer ist ja eigentlich auch kein Problem. Aber der Feuerball ist stärker, als ich gedacht hätte. Wahrscheinlich macht der einmal Schaden, wenn er trifft. Und dann durch sein Area auch nochmal Schaden. Vier Stück. Vier Stück und der Magier ist weg. Das ist fast wie vier Blitze. Obwohl, nach den vier Blitzen stand der meistens noch. Das bedeutet echt, dass der Feuerball beim Direkttreffer echt mehr Schaden macht. Ich habe Magier 4, ne? Muss ich mal gucken. Ne, wahrscheinlich kann ich auch erst mit 5 den nächsten Feuerball kaufen. Boah, den. Ne, dann hole ich mir als nächstes echt den Feuerball. Was? Okay, da wird irgendeiner gefoltert. Gefoltert. Schon wieder ein Skelettbeschwörer. Boah, da möchte ich jetzt gerade nicht runter. Der muss leider mal kurz auf sich warten. Weil ich jetzt erst hier gucken möchte. Ah, das sah mir zu verdächtig aus, aber da ist scheinbar wirklich nichts. Komme ich da direkt zu ihm, anstatt oben rum? Ich speichere mal. Ich überlege gerade, ob ich den im Nahkampf mache. Dann kann ich nämlich noch zweimal den Erdstachel hier benutzen. Okay, du sollst einfach nur links oder rechts runter. Da ist auch sonst nichts, ne? Okay, der Inquisitor. Noch zwei Meuchelmörder, der mich, Voltan, töten soll. Vielleicht hast du ja die Informationen, die ich brauche. Ich weiß ja nicht mal, was du wissen willst, Junge. Wow. Okay, der hat irgendeine Giftwolke gemacht. Da drin zu stehen war jetzt nicht sehr clever. Okay, bevor ich mit dem rede, erstmal durchheilen. Okay, dann kann ich jetzt auch die Erdlinge zum... Schade, dass man das nicht aufladen kann. Das wäre cool, aber dann wäre das echt übelst mächtig, weil... Ich bedenke, ich habe das jetzt zweimal gemacht, dann noch ein bisschen draufgehauen, die Gegner war tot, also die Erdlinge ist echt mächtig. Da habe ich noch was liegen gelassen. Da habe ich hier kein Gold liegen lassen. Mein Freund! Danke! Oh, dieses schreckliche Monster! Immer stellt es die gleichen Fragen! Immer wieder! Niemand kann antworten! Er foltert alle zu Tode! Ja, doof, Wahrscheinlich nicht der Schlauste, dieser komische Inquisitor, wenn er irgendwelche Leute holt oder irgendwelche Leute entführt, die foltert, um irgendwelche Antworten zu erhalten, Antworten auf Fragen, die die Leute gar nicht wissen können. Das ist natürlich dumm. Tja. Hätte er einmal den Richtigen entführt, den befragt, hätte er vielleicht einmal die Antworten gehabt, ohne zu viel Aufsehen zu erregen. Ich gucke noch gerade noch, ob es hier noch irgendwo Infos gibt. Nee. Ich weiß auch gar nicht, von wem habe ich den Auftrag eigentlich gekriegt. Das war
Weiß ich gar nicht mehr. Das war, glaube ich, von irgendeinem Dorfbewohner. So, was sagt meine Rüstung? Oh Gott. Also mit der Rüstung möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr zurück nach Ravenswood. Selbst wenn ich die jetzt noch repariere, dann geht die wahrscheinlich auf 100. Eieiei. Muss ich mir irgendwas überlegen. Auf jeden Fall will ich nochmal ganz schnell bei Jade vorbeigucken. Auch wenn ich glaube, dass es den Feuerball wahrscheinlich erst mit Stufe 5 gibt, möchte ich mich trotzdem mal vergewissern. Obwohl doch der... Sonst hätte ich ihn ja wahrscheinlich gerade gekauft. War ja... Obwohl, nee, ich glaube, in der letzten Folge oder so habe ich den Feuerball als nicht so toll eingestuft. Und ja, ich habe mich geirrt. Gebe ich zu. Der Feuerball ist geil. Zumindest gegen Magier. Gegen andere Gegner muss ich ihn auch nochmal ausprobieren, weil der lässt sich echt richtig schnell casten. Und er macht guten Schaden. Finde ich aber geil, dass die Zauber so gesehen stärker werden und neue Effekte dazu kriegen. Gut, der Blitz ist irgendwie gleich geblieben. Aber dass der Feuerball vorher war, so ein stinknormaler Feuerball, jetzt Feuerball mit Area Damage, das ist schon. Die ist schon geil dahinter. Hey Arok, alte Socke. Hast mal geduscht? Beim Wasser vielleicht so ein bisschen geplanscht. Ich glaube, in der Taverne hat mir irgendjemand die Mission gegeben. Ja, ja, Arok, alles gut. Dann will ich mich in der Taverne doch mal umschauen. Hier war ich sehr lange nicht mehr drin. Muss nochmal irgendwie mit allen reden. Ich bin Vikrota, der Barde. Möchtet ihr etwas mit mir am Flussufer verweilen? Ich könnte euch eine Ballade widmen, wenn ihr mögt. Nein. What about no? Ah, wusste ich's doch. Gute Arbeit. Jeder redet darüber. Dank euch können wir jetzt alle wieder ruhiger schlafen. Ja, und hier ist das Gold, wie versprochen. Ihr habt es euch verdient. So viel steht fest. Ah, okay. Dann habe ich von ihm die Mission gekriegt. Sehr schön. Warthogs, Trogs, Wilddrachen. Die Gegend hier wimmelt von Monstern. Ja, okay, die haben irgendwie nicht mehr so viel zu erzählen. Hast du doch irgendwas Spannendes? Wart ihr schon bei den Mönchen in der Halle des ewigen Wortes? Ja. Sie bewahren alte Texte auf, damit das alte Wissen erhalten bleibt. Ja, da war ich schon. Ziemliche Sabbelköppe. Lass mich in Ruhe. Ich sauf nur. Und es gibt nichts ab. Ich gebe nichts ab. Ah, super. Sehr schön. 3000 Gold. Das hat sich gelohnt. Dann ab zum Schmied. Da will ich doch die eine Waffe nochmal deponieren. Da brauche ich gar nicht hinfliegen. Plopp. Ja, und dann kann ich im Prinzip nach Raven's Hole zurück. Jetzt habe ich ja hier alles abgehakt. Guck da mal schnell ins Buch rein. Bei den optionalen Aufgaben. Gut, das Schwarzflügelei weiß ich noch nicht, wo ich es herkriege. Das habe ich noch nicht, da habe ich noch nichts getroffen. Ja, das war's bei den optionalen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann lasse ich mal hier die Waffe fallen. Da dieser fette Hammer. Hey, oh Schmied. Was? Da kommt mir noch der Hammer zugeflogen. Ich wollte doch mit dem reden. So, Schmied, hey, oh. Jetzt kommt der da unten, der Hammer zu mir geflogen. Ey, dann schmeiß ich den halt hier in die Ecke, meine Güte. So ein Mist aber auch. Ja. So, hier liegen die Verwundbarkeitstränke. Die lasse ich da auch wieder liegen. Zack. Was soll es sein, junge Frau? Ein netter Kriegshammer? Ich habe einen, der Köpfe spaltet wie Wassermelonen. Hört sich gut an, Junge. Hört sich gut an. Ich interessiere jetzt aber gerade eher die Rüstung, die er hat. Ich werde nämlich die Plattenrüstung hier kaufen. Und ihm dafür erstmal meinen Schrott verkaufen.
Nein, das will ich nicht reparieren, das will ich verkaufen. Für 2000. Ich glaube, es hat 5 gekostet. Oh Gott, ich krieg die Hälfte wieder. Immer ein Vergnügen mit dir. Ja, der hat 5 gekostet. Ich habe die Hälfte wieder gekriegt. Der Plattenmeister sieht so echt scheiße aus, ganz ehrlich. Oh ja, gute Wahl. So, 105 hätte er danach gehabt. Wie viel hat er jetzt? Ja, okay, also mehr Panzerstärke. Und das Doppelte an Haltbarkeit. Ja, ich glaube, den werde ich dann wohl mal... Für mich aus, ja? Gutes Mädchen. Ich sag ja, das Spiel ist total geil. Ja, gut, die sieht ein bisschen... Sieht ein bisschen langweilig aus. Also sie sieht wirklich langweilig aus. Da sah die Drachenrüstung jetzt richtig geil aus. Egal, lässt sich nicht ändern. In dem Fall geht Schutz vor Optik. So, und jetzt würde ich mal sagen, hoppala, sobald ich mal hier zwischen den Tannen durchkomme, zwischen den Bäumen, zwischen den Tannen, ey. Ist richtig. Geht's mal wieder zurück nach Ravenhold. Und da kann ich doch mal die Quest mit dem Blut und dem Buch abgeben, damit ich die endlich mal aus dem Inventar loswerde. So langsam nervt das nämlich. Die nehmen nämlich so gesehen 2 Plätze weg. So, muss ich mal. Also, wie gesagt, ich gebe als erstes mal die 2 Sachen ab. Das. Nee, Sekunde, beim Blut brauche ich noch was. Mal gucken, vielleicht kann ich es ja trotzdem schon abgeben. Das Buch kriegt, glaube ich, der Schmied. Der wollte mir, glaube ich, dafür den Schlüssel geben zu den Katakomben. Oder so nicht zum Grab. Ich habe da eine Vermutung, welches Grab das ist. Da stand ich, glaube ich, schon mal vor. Es könnte sein, dass es das Grab ist mit dieser riesigen Skelettstatue davor, die mir immer noch fishy vorkommt. So, und ja, dann kann ich jetzt eine Zeit lang, ja, benutze das Ding, bis es kaputt ist. Dann benutze ich die Erdlinge, bis es kaputt ist. Und dann ist jetzt der Flammenschlag mein neuer schwerer Gegnerzerstörer, wollte ich gerade sagen. Ich würde ganz gerne mal, wenn ich kann, das gegen Gegner einsetzen. So einen komischen Schall. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Da bin ich rausgekommen, da war das Dorf. War es nicht? Nee, Sekunde, das Dorf ist noch unter mir. Boah, ich war jetzt echt lange nicht mehr in Ravenshold. Die ganze Zeit immer nur Sidequests gemacht. Ich habe die Hauptquest vollkommen vernachlässigt. Herr Oma Freund. Aha. Wie ich befürchtet hatte. Sebornas Übermut hat ihn schließlich umgebracht. Hi. Wenn ihr immer noch in die Gruft wollt, dann kann ich euch wohl helfen. Seborna konnte die Tür nicht aufbrechen, aber er gab mir einen Abriss des Schlosses. Ich hatte den Schlüssel gerade fertig, als er verschwand. Ihr könnt ihn haben. Er braucht ihn ja nicht mehr. Danke. Hier, nehmt eine Fackel. Die werdet ihr ja wohl brauchen. Yay, das ist ein interessanter Schlüssel. Was verkauft der denn so? Wow, Stufe 7. Ah ja, okay, das ist so ein Hammer, wie ich ihn gefunden habe. Und nicht mit ganz so viel Schaden. Alter, die Waffen sind schon geil. Also da kann man nichts gegen sagen. Danke, dass ihr hier wart. Also da muss ich mich... Oder muss ich mir echt überlegen, ob ich weit auf mich gehe oder auf Waffen. Weil die sehen optisch echt geil aus. So, jetzt muss ich mal schnell auf die Karte gucken. Toll. Toll, jetzt habe ich eine Fackel. Oh, vielleicht reicht es ja auch, wenn ich einen Feuerball in die Hand nehme, um Licht zu machen. Dann braucht man vielleicht keine Fackel. Das wäre zumindest ganz geil. So, ich glaube, ich fliege in die richtige Richtung. Da unten in der Ecke, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. Da. Mit diesem riesigen Skelett da oben. Ah, das da oben eingefroren ist. Vorausgesetzt, das ist das. Aber es kann auch sein, dass das hier was anderes ist. Und ja, ich glaube, es ist was anderes.
Das Rätsel hatte ich noch nicht gelöst bis jetzt. Dadurch habe ich ja Glück. Das Rätsel will ich auf jeden Fall noch lösen. Da oben war, glaube ich, gerade ein Heiltrank. Ich komme nicht ganz dran. Schade. Hält die sich daran fest? Da oben ist ein Trank. Ich überlege gerade, wie ich da hinkomme. Komisch, manchmal zieht sie sich irgendwo hoch und manchmal macht sie das nicht. Zum Beispiel so wie jetzt macht sie es nicht. Ja gut, dann komme ich da vielleicht später noch an. Da muss ich das Grab woanders suchen. Vielleicht ist es auch auf der Karte eingetragen. Ravenshold, Potamasodana, der Turm, Weg zur Tundra, das Ghoulcamp, die Jagdgründe. Okay, Ravenshold spricht mir Ausleiter, den Nordling ins Diris, findet die Amethyst des Seers, findet die Klinge aus Reibsen Gold soll in dem, glaube ich, in dem Grab sein, genauso wie die Asche. Ich weiß aber nicht, wo das Grab ist. Ich dachte, das hier wäre es. Ist es scheinbar nicht. Ja, dann werde ich in der nächsten Folge mal zu Segoros Turm zurückkehren und das Blut abgeben. Damit ich mal wieder ein bisschen Platz im Inventar habe. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei bei der nächsten Folge Drakan at the Ancient's Gate. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.